Politik. Was ist los in einer verdammten Stadt Dänemark? Zum Beispiel Bündnerfleisch. Wirklich absurd. Krass, Politik! Du hörst das erste Krass Politik nach dem Sommerloch. Und in der Schweiz ja, herrscht da jetzt wirklich ein Asylchaos. Herrscht auch in Luzern ein Asylchaos. Letzte Woche ist auch jedenfalls bekannt geworden, dass in der Luzerner Nothilfeunterkunft ein abgewiesener Asylbewerber sich das Leben hat genommen. Das ist sicher tragisch. Tragisch ist aber auch, dass der Asylbewerber erst nach 7 bis 10 Tagen wegen dem Geruch ist gefunden worden. Der Mann hat 7 Jahre in so einer Nothilfeunterkunft gelebt. Das wird garantiert kein Einzelfall bleiben. Und die Leute sind ein Teil von unserer Gesellschaft. Es werden jetzt halt einfach immer mehr. Welchen Platz sollen die Menschen in unserer Gesellschaft haben? Bei uns im Studio sind jetzt 2 Gäste, die heute oben mit uns genau das diskutieren. Einerseits ist das der kantonale SVP-Präsident und Nationalratskandidat Franz Grüter. Und auf dieser Seite heute oben haben wir die grüne Nationalratskandidatin und Präsidentin von der Jungen Grünen Schweiz, Irina Studhalter. Guten Abend miteinander. Guten Abend. Die SVP prangert das Asylsystem von der Schweiz und von Luzern ja immer wieder an. Vielleicht ganz kurz, Franz Grüter, was läuft schief von euch aus gesehen im Asylwesen? Wir haben Zustände, die in Form kommen, wie wir es noch nie hatten in diesem Land. Wir haben Asylgesuche in einer Rekordhöhe, wie wir sie noch nie hatten in diesem Land. Und es ist nicht nur für die, die hierher kommen, sondern es ist insbesondere für Gemeinden, für die Bevölkerung, für den Kanton, für den Staat eine riesige Herausforderung, die wir in dieser Form langfristig für dieses Land gar nicht mehr werden können handeln. Es ist dringend Handlungsbedarf angesagt. Irina Studhalter von den Grünen, wie siehst du das im Asylwesen? Wenn jetzt hier gesagt wird, das sind Zustände, die wir noch nie hatten, dann stimmt das so nicht. Ich habe jetzt hier bei meinem Nachbarn schnell auf die Zahlen gespickt. 2015 sind wir bei 28,10% von Asylgesuch. Ja, man kann das mal so stehen lassen. Es hat zum Beispiel im Kosovo-Krieg, das war 1999, haben wir ein Hoch gehabt von 47'000 Asylgesuch. Im Moment sind wir bei ungefähr 20'000. Also wenn man sagt, so hat es das noch nie gegeben, stimmt das schlicht und einfach nicht. Was ich glaube, ist, dass die SVP sich einen Spass daraus macht oder eine Wahlkampftaktik ist, da ein Monster heraufzubeschwören, das es in diesem Ausmaß gar nicht gibt. Franz Grüter, ist es nur ein Monster? Geht es da in erster Linie um Wahlkampf oder was steckt dahinter? Ja, also meine Nachbarin Irina hat falsch gespickt, wenn sie auf meinen Zettel geschaut hat. Es ist nämlich die Anerkennungsquote. Wir haben tatsächlich, das hast du richtig gesagt, Irina, wir haben im 1999 ein Rekordhoch gehabt von 47'000 Asylgesuchen. Das ist dort gewesen, wo im Kosovo der Krieg war. Die Gesuche sind aber noch der zurück auf so 19 bis 20'000. Und was wir aber haben in dieser Zeit, ist etwa 5,5% der Gesuche sind anerkannt worden. Heute sind wir, und jetzt sind wir bei dieser Zahl, heute sind wir bei einer Anerkennungsquote von 28,1%. Das ist natürlich eine Quote, die gigantisch ist. Und das heisst auch, dass ein Grossteil von denen, die hierher kommen, eben da bleiben. Und wie lange dürfen die da bleiben? Ja, ich glaube, und da werden wir jetzt eben dann gerade drauf zurückkommen, oder? Es sind ja jetzt vor allem Leute aus Eritrea und vor allem sogenannte Dienstverweigerer, die da sind. Und Dienstverweigerung hat das Schweizer Volk im 2013 im Rahmen von einer Asylgesetzrevision nicht mehr als Asylgrund anerkannt. Kurz darauf haben es Richter wieder aberkannt und seither bleiben die alle als sogenannte vorläufig Aufgenommene da. Also es ist eine riesige Zahl, die dauernd am Steigen ist. Wir sind jetzt schon relativ schnell auf das Thema Eritrea zu sprechen gekommen und was jetzt ein rechtmässiger Asylgrund ist und was eben nicht. Zur Situation in Eritrea ist sehr, sehr viel berichtet worden. Ich denke, es ist sicher schlau, wenn wir da schnell versuchen, auch nur ein bisschen zu verstehen, was der Dschungel abgeht. Jetzt, wie siehst du, Irina, die Situation in Eritrea?
Was geht dort ab? Warum flüchten die Leute aus Eritrea? Also ich selber sehe ja die Situation nicht und das ist genau das Problem. Und zwar hat UNHCR, also das Flüchtlingswerk von der UNO, zusammen mit diversen anderen internationalen Organisationen wie das Rote Kreuz, Amnesty International etc. Bericht gemacht oder haben versucht, auf Eritrea zu gehen und zu schauen, wie ist die Situation dort. Es ist Fakt, dass man nicht einmal in das Land einreisen kann. Eritrea ist vergleichbar vom politischen System her mit Nordkorea. Das heisst, es ist eine Diktatur. Und wenn wir einen Regierungsrat haben, namentlich Guido Graf, der sich anmaßt, zu sagen, wie das die Situation dort ist, oder das mal anzuzweifeln, ob die Leute wirklich an Leib und Leben bedroht sind, finde ich das ganz eine grusige Wahlkampftaktik. Aber der Franz Grüter hat es vorher gesagt, eigentlich haben wir ja einen Volksentscheid, der sagt, dass man Wehrdienst verweigert, kein Asylgrund mehr ist. Wird da der Volkswille eigentlich nicht ernst genommen? Der Volkswille kann so lange ernst genommen werden, wie es kritisch wird, wie es nicht mehr vertretbar ist von den Menschenrechten her. Und ich denke, das ist da genau ein Fall. Und darum ist das jetzt eben genau wieder angenommen worden. Fakt ist, dass in Eritrea Frauen und Männer zu Militärdienst gezwungen werden. Die werden bis zum 50. Lebensjahr gezwungen, gegen das Nachbarland Äthiopien zu kriegen. Das ist faktisch eine Zwangsarbeit. Wie siehst du, Franz, die Situation in Eritrea? Warum flüchten die Menschen von dort? Ja, ich muss zuerst schnell sagen, oder, die Schweiz hat eine sehr starke humanitäre Tradition und die müssen wir unbedingt beibehalten. Also wir müssen Leute, die an Leib und Leben bedroht sind, auch in Zukunft können aufnehmen. Was aber jetzt abgeht, ist, die Leute merken, dass es uferlos ist, dass einfach eben sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge da vor allem auch aufgenommen werden. Und das führt dazu, dass die Glaubwürdigkeit vom Asylwesen in der Schweiz, meinte ich, nahe an einem Nullpunkt angelangt ist. Und da stauen sich unglaubliche Aggressionen auf und darum ist Handlungsbedarf da. Jetzt, der grösste Teil der eritreischen Flüchtlinge, die werden ja vorübergehend angenommen. Die haben so einen sogenannten F-Ausweis, die sind vorläufig aufgenommene Ausländer. Das heisst, die sind eigentlich abgewiesen, aber sie können nicht zurückgeschickt werden, weil in Eritrea würden sie sehr wahrscheinlich ins Gefängnis kommen, weil sie sogenannte Republikflucht oder so begangen, also à la Kommunismus. Jetzt, sind das ja Leute, die man zurückschicken könnte. Das wäre einfach extrem teuer. Oder wir haben sie da und wir versuchen aus denen etwas zu machen. Welches wäre die schlauere? Oder was könnte man machen? Das Ding ist, dass man sie eben genau nicht zurückschicken kann. Darum macht man sie eben genau nicht. Weil es einfach nicht vertretbar ist, wie nachher die Menschen in Eritrea behandelt werden. Wenn man den Status anschaut von Eritreerinnen und Eritreer in der Schweiz, also der F-Status, der vorläufig aufgenommen, dann ist schnell klar, warum es dort sogenannte Probleme gibt mit dem mysterischen Wort Integration. Die haben zuerst mal keine Arbeitsbewilligung und nachher haben die eine Arbeitsbewilligung, die alle Jahre muss erneuert werden. Das heisst, es ist auch extrem unattraktiv, sie einzustellen als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmer in der Schweiz. Und wenn man die Leute aber würde aufnehmen und würde mit wirklich mit offenen Armen ihnen auch Möglichkeiten bieten, bin ich überzeugt, dass wir könnten unter anderem Arbeitskräfte gewinnen für in der Schweiz. Franz Grüter, du bist ja Unternehmer. Du kannst dir vielleicht gerade sagen, hat es bei dir bei Grün.ch noch Platz für Asylsuchende? Ja, also ich denke, das ist ja da nicht die Frage. Oder? Ich meine, dürfen wir auch die Leute gar nicht anstellen, aber das Thema ist gar nicht das. Oder? Das Thema ist, dass die Leute, die hier in die Schweiz kommen, wenn man jetzt auch die europäischen Verträge anschaut, ich meine, alle reden immer vom Schengen-Abkommen. Die müssten dort, wo sie einreisen, nämlich in Griechenland und in Italien, müssten die erfasst werden. Und das ist das erste Aufnahmeland. Und eigentlich dürften die gar nicht in die Schweiz kommen. Die Schweiz müsste sie eigentlich alle gerade wieder zurückweisen in das Land. Aber Fakt ist, dass sie in Italien wie auch in Griechenland gar nicht mehr registriert werden. Die schicken sie gerade weiter, geben vielleicht noch ein Touristenvisum und klopfen nachher alle an der Schweizer Grenze an. Aber Franz, du bist ja nie, also ich gehe mal davon aus, du bist ja SVPler, du bist ja sicher nie ein grosser Fan von der EU. Hast du nicht auch ein gewisses Verständnis, dass eben das System nicht funktioniert? Das System funktioniert definitiv nicht, aber gerade die immer schreien, wir müssen jetzt, wenn ich jetzt an Personenfreizügigkeit denke, in der EU schreien alle noch, wir müssen eben die bilateralen Verträge einhalten. Aber genau da
wo man jetzt die Verträge auch mal müsste wirklich einhalten, da hält sich kein Mensch dran. Und Fakt ist natürlich auch die Zahlen, oder? Die Schweiz nimmt heute pro 1000 Einwohner doppelt, mehr als doppelt so viele Leute auf, wie zum Beispiel Deutschland. Also, aber auch viel weniger, wie der Schweden oder wie es gibt ein Land, das ist Schweden, das noch mehr aufnimmt, aber der ganze Rest, wir sind in Europa das Land, das am zweitmeisten von all denen aufnimmt, mit einer Zahl, wie wir sie noch nie gehabt haben. Also in der EU, meinst du? In der EU nehmen wir von allen Asylbewerbern haben wir am zweitmeisten, wenn man das auf Personen, auf Bevölkerungsdichte eben anschaut, die wir aufnehmen. Die Türkei hat auch noch einen gewissen Teil in Europa, könnte man theoretisch auch ein europäisches Land anschauen, hat auch eine tausendmal grössere Asylbewerberquote. Ja, also ich glaube, da sprechen wir eben auch einen Punkt an. Ich glaube, wenn wir diesen Leuten helfen wollen, wenn wir wirklich ernsthaft eine Unterstützung geben wollen, dann glauben wir, und wir werden in diese Richtung auch Vorstöße einreichen, dann glaube ich, dann müssen wir das vor Ort machen, dann müssen wir das vielleicht nicht gerade in Eritrea, wo man tatsächlich nicht hinkommt, aber ich kann mir also vorstellen, dass man beispielsweise irgendwo in Tunesien oder an einem Ort, da gibt es jetzt Hotelanlagen, die verwaist sind. Ich glaube, das Geld wäre besser investiert, wenn wir vor Ort in Afrika irgendwo so ein Flüchtlingslager würde unterstützen. Also kann man davon ausgehen, Franz, dass wenn du Nationalrat würdest werden, dass du bei der Entwicklungshilfe nicht gespart werden würde? Oder du dich klar vehement würdest dagegen wehren? Ich meine, Entwicklungshilfe, wir geben heute Kantone, Gemeinden und der Bund eingerechnet rund 3 Milliarden aussteigend, stark steigend fürs Asylwesen. Und ich glaube, da hätten wir das Geld besser eingesetzt, wenn wir dort unten würden direkt Unterstützung bieten. Irina kann dann schnell darauf antworten, bevor wir in die erste Pause müssen gehen, weil es doch auch schon 7:30 ist, bitte. Ich würde gerne mit ein paar Zahlen kontern, und zwar, wenn der Franz sagt, man sollte dort unten helfen und Asylzentren vor Ort etc. 80% von allen Flüchtlingen weltweit sind Binnenflüchtlinge, die flüchten in ihrem eigenen Land. Zwei Drittel sind Binnenflüchtlinge, 80% gehen in ein Nachbarsland oder solche, die Familien schon oben sind. Wenn man zum Beispiel Libanon anschaut, Libanon hat 4 Millionen Einwohner und sie haben 1 Million Flüchtlinge. Also genau das passiert schon. Aber wir dürfen nicht uns selber aus der Verantwortung nehmen, weil es andere eben genau schon richtig machen. Jetzt, wir haben ja gleich auch ein Problem und weil auch gleich viel kommen, wir haben jetzt eine Plätze in Luzern, auf das können wir nach einen Song von Sim Kane zu sprechen mit dem Track How We Be. How We Be von Sim Kane ist das gewesen, der junge Sänger aus den Staaten mit Wurzeln aus dem Sudan. Krass Politik! Yeah! Letzte Woche hat der Sozialvorsteher Guido Graf im Namen der gesamten Regierung einen Brief an Bundesrätin Simonetta Samaruga geschrieben und dort innen gefordert, dass die Schweiz weniger Asylsuchende aus Eritrea aufnehmen soll, weil die, Zitat, nicht an Leib und Leben bedroht seien. Ich hatte heute Nachmittag Gelegenheit gehabt, mit dem Guido Graf zu telefonieren und durfte ihm zu dieser Thematik ein paar Fragen stellen. Herr Graf, wo sehen Sie die Schwierigkeiten und Probleme im Asylwesen im Kanton Luzern? Also mit Asylsuchenden haben wir kein Problem. Wir haben eine Herausforderung, bei denen wir hier bleiben. Ich sage Ihnen ein Beispiel heute von 5 Asylsuchenden bleiben ca. 3 bis 4 bei uns im Kanton Luzern. Wenn ich das mit früher vergleiche, sind das von 5 Asylsuchenden ist etwa eine Person da gewesen. Das heisst, wir brauchen einfach Plätze für Leute, die eine Schutzanerkennung bekommen, also mal vorläufig aufgenommen worden sind oder einen Flüchtlingsstatus bekommen. Was sind dem Kanton Luzern die Schwierigkeiten beim Finden von geeigneten Plätzen für Asylsuchende? In der Jahresfrist haben wir jetzt bei uns im Kanton Luzern ca. 750 neue Plätze gemacht. Das sind dauerhafte Unterkunftsplätze. Und wir haben bei uns im Kanton Luzern einen Leerwohnungsbestand von unter 1%. Wenn ich die Wohnungen anschaue, sind das alles Wohnungen im mittleren oder im höheren Preissegment. Also wir haben einfach zu wenig Platz. Und wir können nicht jedes Jahr 700 bis 1000 neue Plätze eigentlich so sicherstellen. Ich möchte Ihnen auf den Brief eingehen, den Sie der Bundesrätin Simonetta Samaruga geschrieben haben. Dort drin steht, Eritreer seien nicht an Leib und Leben bedroht. Wie kommen Sie auf diese Aussage, auch wenn Ihnen der UN-Menschenrechtsbericht vom Juni 2005 doch klar widerspricht? Ja, auf der einen Seite sind wir auf der Homepage vom Staatssekretariat für Migration.
Betroffen gibt es auch einen Europabericht. Es gibt auch eine Aussage vom SEM, wo einfach sagt, viele junge Eritreer treiben Perspektivlosigkeit in der Migration. Das sind Leute, ich sage es aus wirtschaftlichen Gründen, das Land verlassen, sind Leute zwischen 15 bis 30 Jahren. Dann sollten die eigentlich den Druck ins Militär, sie gehen in den Druck ins Militär und dann werden sie verfolgt. Und wir haben auch eine Asylgesetzrevision gehabt, 2012 und 2014, die sagt, aus wirtschaftlichen Gründen, ob man Asyl sucht oder weil man nicht ins Militär geht, dass das eigentlich keine Gründe sind. Also ich sage jetzt, Staatssekretär für Migration sagt eigentlich etwas anderes im Vergleich zu unserer Asylgesetzrevision. Das ist eigentlich unsere Grundlage, wo wir gesagt haben, da müssen wir ein bisschen genauer hinschauen. Wir wollen aber gleich in der Eritreer Schutz gewähren, dass sie einen vorläufig aufgenommenen Status bekommt. Das heisst, sie könnten hier bei uns bleiben, sie hätten Schutz an Leib und Leben. Sie haben auch die Möglichkeit, sich zu integrieren. Also nach Motto fördern und fordern. Wir müssen sie fördern mit Deutsch, aber sie müssen irgendwo helfen, arbeiten und dabei sein. Und wenn sie das wirklich gut möchten, könnt ihr nach 3 bis 5 Jahren eigentlich ein Gesuch stellen für eine B- oder C-Bewilligung. Das heisst, dass sie zum Beispiel die Familie nachher kommen. Also wir wollen den Schutz gewähren. Ich sage noch kurz etwas aus dem UN-Bericht, den haben wir gelesen. Ich muss sagen, der beruft sich auf verschiedene Interviews mit Eritreer aus, die nicht mehr daheim sind, die Flüchtlinge sind, oder? Und dort ist auch eine gewisse Unsicherheit vorhanden. Es gibt auch verschiedene Informationsquellen, die nicht gleich sind. Sie haben in Ihrem Brief an Bundesrätin Simonetta Samaruga, und das ist ein Zitat, geschrieben, Eritreer seien nicht an Leib und Leben bedroht. Ich möchte jetzt aber trotzdem noch aus dem UN-Menschenrechtsbericht vom Juni 2005 zitieren. Dort steht, alle Personen, die verdächtigt werden, das Land illegal verlassen zu wollen, werden mit Methoden bestraft, die oft Folter oder grausame, unmenschliche und erniedrigende Behandlung umfassen. Dies außerhalb jeder Rechtsprechung. Darum sind wir auch dafür, dass die Schutzstatus bekommen von einem vorläufig Aufgenommenen. Ein vorläufig Aufgenommener wird nicht heimgeschickt, sondern ich kann bei uns in der Schweiz oder im Kanton Luzern bleiben. Die haben den Schutz an Leib und Leben. Man kann das nach der Periode überprüfen, ob das noch so ist. Die haben die Möglichkeit, hier zu bleiben. Sie haben sogar die Möglichkeit, wenn sie integriert sind, eine BADC-Bewilligung zu bekommen, oder? Also, wir tun denen den Schutz gewährleisten, der eigentlich aufgrund von dem UN-Bericht, wo auch verlangt wird. Es gibt auch verschiedene Berichte. Es gibt auch einen Stufe Bund, den können wir leider nicht über. Es gibt auch andere Berichte von anderen Ländern, die andere Aussagen machen. Das sind jetzt echt einen von mehreren zitiert. Wir haben es genau knapp 2 Monate vor der Wahlen. Ist der Entscheid vom Zeitpunkt von der Veröffentlichung von dem Brief auch eine wahltaktische Überlegung? Nein, wir haben ein Unterbringungsproblem, ein massives Unterbringungsproblem bei uns im Kanton Luzern. Als Sozialdirektor habe ich die Aufgabe, im Bund etwas zu spiegeln, wenn etwas nicht mehr funktionieren tut. Ich bin gewählter Sozialdirektor und ich habe im Herbst selber keine Wahlen. Sie aber haben sich ja dafür entschieden, den Brief öffentlich zu machen. Nein, wenn Sie unser System vom Internet können, können Sie zur Kenntnis nehmen, dass Stellungnahmen von der Gesamtregierung, Vernehmlassung, Vollmachtschreiben und so weiter, dass die immer im Internet drin sind. Das war also nicht eine neue Situation gewesen. Haben Sie, Herr Graf, das Land Eritrea schon einmal bereist, um sich ein Bild vor Ort können zu machen? Nein, selber habe ich die Möglichkeit noch nie gehabt, aber ich habe mich recht gut eingelesen über das Land. Vielleicht noch abschliessend, hat sich der öffentliche Druck denn gelohnt für Sie und Ihr Anliegen? Also, was man zur Kenntnis nennt, es findet eine Diskussion statt. Manchmal findet die seriös statt, wird eine seriöse Diskussion geführt, aber es gibt wirklich eine Diskussion, vor allem über unser Asylsystem in der Schweiz, weil das funktioniert nur, wenn alle 3 Staatsebenen miteinander in die gleiche Richtung ziehen, das heisst der Bund, Kantone und Gemeinden. Und ich denke, es ist wichtig, dass man darauf jetzt reden. Du hast den Guido Graf, Regierungsrat vom Kanton Luzern, gehört, der mit dem Yannick Gauch, hat geredet. Bei uns im Studio sind aber 2 andere Politiker, und zwar der Franz Grüter von der SVP und die Irina Studhalter von den Grünen. Junge Grünen, ich weiss nicht einmal. Beides, oder? Beides. Ihr habt jetzt zugelassen, was der Guido Graf zu der Situation in Eritrea hat gesagt. Irina, siehst du das auch so, dass man halt vielleicht irgendwann gleich bremsen sollte bei den Eritreern? Oder
ist die Situation vom Guido Graf vollkommen falsch eingeschätzt? Ich glaube, der Guido Graf hat ein Problem in seinem Departement. Und zwar hat er die Aufgabe gehabt, Plätze zur Verfügung zu stellen für Asylsuchende, für Flüchtlinge. Und das hat er nicht geschafft. Und wie kann man das Problem sehr effizient beseitigen, wenn nicht, dass man das Problem abspricht? Und ich glaube, da verschließt der Guido Graf ganz einfach die Augen. Ich nehme mal an, dass du, Franz, und die SVP den Appell vom Regierungsrat unterstützen, oder wie ist das? Ja, also wir haben das ja auch öffentlich in einem Inserat kommt da. Wir haben dem Guido Graf gedankt, dass er den Brief gemacht hat. Aber es längt natürlich nicht. Mit dem Brief ist es nicht gemacht. Vor allem jetzt haben wir noch gesehen, wie Frau Samaruga das arrogant abgeschmettert hat. Und das Einzige, was mich aber erstaunt hat, vor einem Jahr, wir haben ja Volksinitiative zustande gebracht im Kanton Luzern für eine bürgernahe Asylpolitik. Die hat der Luzerner Kantonsrat auf Antrag von der Regierung für teilweise ungültig erklärt. Wir haben ja da müssen vor Bundesgericht, haben teilweise Recht bekommen. Und jetzt ist der gleiche Regierungsrat mit Forderungen gekommen, wo wir vor einem Jahr uns unterstellt haben, wir machen eine Polemik, wir dürfen ein Thema bewirtschaften, das ja gar kein Problem sei. Und der Brief, wieso es zustande gekommen ist, hat er gesagt, der Guido Graf, es ist ein gigantischer Druck von unten, von den Gemeinden, die nicht mehr bereit sind, das alles so hinzunehmen. Und ich glaube, es war für ihn jetzt auch ein Aufschrei gewesen. Aber man weiss ja schon ein Zeitchen, dass so viele Asylsuchende werden kommen. Der Auftrag vom Bund, dass wir Plätze haben müssen, der ist für alle Kantone gleich. Warum hat Luzern so ein grosses Problem, Plätze zu finden? Ja, also der Kanton Luzern ist natürlich von der Zahl, rein von der Anzahl her, ist das nochmal massiv angestiegen. Und es geht heute so weit. Ich habe gerade heute noch mit einem Gemeindevertreter geredet, dass der Auftrag bekommen hat, Asylbewerber aufzunehmen, wenn die Gemeinden, selbst wenn sie es nicht können, unter Androhung von finanziellen, also es ist natürlich nicht als Strafe betitelt, aber es geht in sehr hohe Summen rein. Also wenn die sich weigern, Leute aufzunehmen oder sie sagen, sie können nicht, kann es grössere finanzielle Folgen zur Folge haben. Und das hat natürlich auch noch dazu beigetragen, dass nochmal der Druck gegen die Regierung gestiegen ist. Aber du wirfst jetzt Simonetta Sommaruga vor, dass ein Asylchaos von ihr provoziert ist worden. Aber das Problem ist doch, dass wir zu wenig Plätze haben für die Leute. Und das ist doch genau von der SVP unter dem Blocher, der extrem viel Platz hat gestrichen, provoziert worden sozusagen. Und du nimmst den Guido Graf in Schutz, der eigentlich die Aufgabe hat, das zu machen. Also die Forderung vom Guido Graf, die ist absolut korrekt, die unterstützen wir, aber es reicht nicht. Jetzt müssen konkrete Massnahmen folgen. Und eine von diesen konkreten Massnahmen ist, dass zum Beispiel die Schweiz ein Moratorium macht für mindestens ein Jahr und wirklich nur noch Erstaufnahmeland, also die zum Beispiel einfliegen, die können bei uns ein Gesuch stellen, aber die vom Süden her kommen, von Italien, wenn die dort nicht erfasst worden sind, ist das Problem, das nicht die Schweiz betrifft, sondern das Erstaufnahmeland. Mich nimmt das Wunder von der Irina, eben, wir hören immer, wir haben zu wenig Plätze. Gibt es denn von linker Sicht eine Alternative? Also zum Beispiel im Kanton Aargau sind jetzt Asylsuchende im Militärzelt untergebracht. Gibt es Alternativen, oder wie wollt ihr mehr Plätze schaffen? Der Kaspar hat es vorher schon angetönt, unter dem Christoph Blocher sind extrem viele Plätze gestrichen worden. Ich bin nicht Sozialvorsteherin, ich bin auch nicht Simonetta Sommaruga, ich weiss nicht, was es genau für Pläne gibt. Ich bin der Überzeugung, wo ein Wille ist, ist ein Weg und es gibt definitiv Wege, wo man kann solche Unterkünfte finden, wenn man einfach nur will. Ja, also da muss ich jetzt einfach schon noch schnell sagen, oder? Ich meine, es ist natürlich, wenn wir einfach mehr Plätze suchen, je mehr wir das System ausbauen, das spricht sich ja um. Ich habe jetzt da, wo ich gewartet habe auf die Sendung, noch schnell die Zeitung gelesen und lese, dass man 50 Millionen, also es Schlepper gibt, wo allein das letzte Jahr 50 Millionen verdient haben an der Schlepperei. Also wenn wir da nicht mit massivstem Druck jetzt einfach auch den Leuten klar machen, da herzukommen lohnt sich nicht, dann werden wir hier innen überschwemmt werden und dann wird das Asylwesen, das einen guten geschichtlichen Hintergrund hat, den wir weiter pflegen müssen, nicht mehr akzeptiert sein in diesem Land. Und dann profitieren die falschen Leute, die dann wirklich hier Schutz haben von Leib und Leben, die werden dann eben in den gleichen Topf eingerührt am Schluss. Aber um das Asylwesen effizienter und schneller und besser zu machen, kann man doch nicht echt die ganze Geld streichen. Man müsste doch Geld investieren ins Asylwesen, dass das schneller abgewickelt wird, dass die Leute schneller wieder zurückkommen. Die können auch ihren Kollegen erzählen, es ist nicht das Paradies da oben, sondern es ist gar nicht so schön, wie man es denkt. Es regnet zum Beispiel die ganze Zeit. Oder ist das Nein, das ist jetzt ein Witz gewesen, aber ihr wisst, was ich meine, oder? So schön ist es ja nicht.
Und die erzählen er halt einfach, die können nicht erzählen ihren Kollegen drunter, ah nein, es ist nicht so, wie ich mir es vorgestellt habe. Also, es muss doch echt schneller gehen. Und Irina, ich meine, das ist doch etwas, das ist ja nicht realistisch, dass wir alle aufnehmen. Und es ist auch wichtig, dass die Leute näher genug früh wieder zurückkommen. Wenn sie 7 Jahre lang da die ganze Zeit rum müssen hängen und nicht können oder dürfen arbeiten, das kann ja nicht das Ziel sein. Das ist definitiv so. Und es ist extrem unmenschlich, wenn man Leute 5 Jahre lang darauf warten, bis ihr Aufenthaltsstatus geändert wird. Der Migrationsdruck auf die Schweiz ist darum so gross, weil das Wohlstandsgefälle zwischen Europa und den Herkunftsländern von diesen Flüchtlingen so gross ist. Und nur durch das, dass wir das hier ein bisschen unattraktiver machen, wird sich das nicht ändern. Was müssen wir ändern? Es ist eine globale Frage. Migration ist eine globale Frage und die SVP verschließt ihre Augen, wenn sie sagen, wir haben hier einfach keinen Platz mehr und wir werden überschwemmt etc. Migration ist eine der grössten Herausforderungen in dem 21. Jahrhundert und wir müssen das genauso global angehen. Und zwar nicht einfach nur bünzlig auf unseren Kanton schauen, wir haben keinen Platz. Föderalismus ist einfach nicht die Lösung, die von der Irina Studhalter vorgeschlagen wird. Franz, du hast vorher Gemeindeschutz genommen. Kann man mit dem Föderalismus schlaue Asylpolitik? Ja, also, dass nicht der einzelne Kanton das kann lösen. Es ist letztendlich tatsächlich eine Angelegenheit, die auf Stufe vom Bund muss geregelt werden. Und ich glaube, das Volk hat es mehrfach auch wieder bei Abstimmungen entsprechend auch bestätigt. Wie jetzt eben zum Beispiel das Thema Dienstverweigerung. Dann ist es natürlich verrückt, oder? Wenn wenige Monate später Richter das Zeug wieder auf die Volksentscheid wieder auf den Haufen rühren. Und wenn man schon redet, wo ein Wille ist, ist ein Weg, dann muss ich sagen, auch in dem Thema, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Also wenn unsere Regierung zu Bern oben ernsthaft wirklich da möchte jetzt etwas unternehmen, dann könnten sie das machen. In aller Konsequenz, sie müssten nicht einmal irgendwelche bilaterale Verträge, wo sie sonst immer alle sehr im vorauseilenden Gehorsam gehen, einhalten, müssten es nicht einmal ändern. Sie müssten ganz einfach nur schon dass die Erstaufnahmelandsregelung endlich zur Anwendung bringen. Dann hätten wir hier ein Problem, das massiv reduziert würde. Dann würden auch die Plätze längen. Dann würde es im Kanton, in den Kantonen besser gehen, es würde den Gemeinden besser gehen, es gäbe eine finanzielle Entlastung und wir könnten da wieder die Leute aufnehmen, die wir wirklich, wo es auch verdient hätten. Also auf nationaler, schweizerischer Ebene, aber auf globaler Ebene, was wäre die Lösung? Ja, also immer wenn ich höre auf globaler Ebene, ich meine, das ist natürlich Wunschdenken, oder? Letztendlich, das sehen wir jetzt ja hier in der EU, da ist sich jedes Land selber am nächsten und die sogenannten Quotenverteilungen, wo man jetzt hier innerhalb von der EU andiskutiert, die tun das Problem eben auch nicht lösen. Im Gegenteil, es schafft möglicherweise nochmal einen zusätzlichen Anreiz. Ganz am Schluss glaube ich, dass die Leute in diesen Ländern müssen wissen, dass wenn sie das Land verlassen wollen, dann darf es nicht attraktiv sein, dann tut man gescheiter dort unten Asylzentren einrichten und diesen Leuten vor Ort helfen, dann bin ich überzeugt, dann tut man auch die Attraktivität mit so Schlepper auf diesen gefährlichen Booten wollen zu reisen und noch viel Geld loswerden, dass man dann das senken, die Attraktivität. Wir machen eine kleine Pause, bis wir jetzt zum letzten Teil von dem Gespräch kommen. Es geht um die Asylpolitik, falls du es noch nicht herausgefunden hast, bei unserem Studio. Die Irina Studhalter und der Franz Grütter, beide sind Nationalratskandidaten. Ich hätte jetzt gerne beide gefragt, ob sie singen wollen, aber wir fragen jetzt jemand anderes, und zwar der Reverend Beatman mit dem Song Jesus. Musik aus Bern hast du gehört, der Reverend Beatman mit dem Song Jesus oder Jesus, je nachdem. Krass Politik! Yeah! Letzte Woche hat sich ein abgewiesener Asylsuchender in der Notunterkunft in Luzern das Leben genommen. Irina, ist das einfach ein Einzelfall gewesen oder wird das bald zu einer traurigen Regelmäßigkeit werden? Ich hoffe extrem, dass es nicht zur Regelmäßigkeit wird. Das hat es auch schon gegeben. Und ich denke, es ist ein ganz deutliches Zeichen, wie es unserem Asylwesen zu und her geht. Und zwar von der Seite von der Asylsuchenden her, wo die SVP gerne ein bisschen hinten vorlässt.
Franz Grüter, eben ist das tragische Ereignis von letzter Woche. Was hast du das Gefühl? Ist das einfach eine Person gewesen, die psychische Probleme hatte? Oder wird das nicht auch unterstützt durch den ganzen Asylprozess und wie die Leute in den Asylheimen leben? Ja, ich glaube, es ist ein tragischer Fall, selbstverständlich, wo zu bedauern ist, insbesondere, als man die Person so lange offensichtlich gar nicht gefunden hat. Ich glaube, das ist mit keiner Form zu beschönigen. Aber es wäre falsch, aufgrund von so einem Fall Rückschlüsse zu ziehen auf das gesamte System. Wir dürfen nicht vergessen, diesen Leuten geht es ja da mit Sicherheit um Welten besser, als dort, wo sie herkommen, insbesondere auch von anderen Ländern. Und ich würde es falsch finden, aufgrund von so einem tragischen Fall, den auch ich bedauere, dass wir jetzt Rückschlüsse ziehen aufs Gesamte. Und zu guter Letzt muss man natürlich einfach sagen, das muss man generell immer wieder sagen, wenn sich jemand das Leben nimmt, ist die Verantwortung für diese Tat, ist, darum heisst es ja Selbstmord, oder? Ist natürlich bei dieser Person und nicht bei anderen zu suchen. Sterbehilfe wäre ein völlig anderes Thema. Ich möchte noch schnell ein bisschen über andere Dramen sprechen kommen, und zwar über die Tausende von Leuten, die mittlerweile schon im Mittelmeer ertrunken sind. Immer mehr Flüchtlinge versuchen noch über Griechenland zu kommen, auf die Ferieninsel Kos im Moment gerade. Wie kann man denn diese Situation lösen, dass die Menschen nicht mehr mit über das Mittelmeer müssen oder im Mittelmeer vertrinken? Was eine sehr clevere Idee gewesen wäre natürlich Botschaftsasyl. Das heisst, dass in den Schweizer Botschaften vor Ort Asylgesuche gestellt werden können, dass die Leute mit Schweizer Schutz in die Schweiz geführt werden können. Das Schweizer Volk hat das abgelehnt und ich denke, das ist so ein Beispiel für die paradoxe Haltung von, wir müssen den Leuten vor Ort helfen, aber wir tun trotzdem das Asylwesen so stark zurechtstutzen, dass es gar nicht mehr funktioniert. Franz, die meisten Flüchtlinge, die sind ja schon unterwegs. Die haben zum Teil auch fast 5 Jahre, bis sie von Eritrea in der Schweiz landen. Wie kann man die Situation lösen, dass sie nicht mehr über das Mittelmeer kommen? Also, ich meine, ich muss schon staunen, oder, was für linke Politik, was da immer wieder für Forderungen kommen, dass jetzt in dieser dramatischen Situation jemand noch mal fordern kann, dass man sogar noch Botschaftsasyl wieder einführt. Also, warum? Ist doch eine logische Konsequenz. Ja, oder? Also ich meine, dann tun wir die Situation noch mal mehr verschärfen. Warum? Also unser Rezept ist... Also jetzt von der Problematik, dass so viele Leute im Mittelmeer vertrinken. Wie kann man das lösen? Ja, also aber sicher nicht mit der Einführung von Botschaftsasyl. Also wie? Mit einer ganz rigorosen Bekämpfung, Verfolgung und auch eine Strafverfolgung von diesen Schlepper. Da gibt es übrigens jetzt Bemühungen in diesen Ländern, dass man das ernsthaft macht, wo man sehr aktiv, das ist ja fast vergleichbar wie mit Drogenhändlern, oder? Ich meine, die muss man in die Kiste rühren. Was die machen, ist, Leute in Lebensgefahren aussetzen und für das kommen jetzt noch Geld über. Und das muss man dort an den Wurzeln bekämpfen. Und dann habe ich das Gefühl, dann wird das auch besser. Aber das Problem an den Wurzeln sind nicht Schlepper, sondern dass die Leute flüchten. Ja, aber nachher brauchen sie Leute oder haben sie Leute. Aber die kommen sowieso. Sie kommen sowieso. Die haben nicht Angst vor dem Sterben. Ja, zum Flüchten sie. Und dann habe ich gesagt, wenn die das Gefühl haben, dass es bei uns besser ist, entweder bieten wir denen vor Ort auch Institutionen, Einrichtungen an, wo sie in Schutz gehen können, aber sicher nicht noch fördern, dass die auf diese Art und Weise ins Meer rausgehen und noch so viele Tote gibt. Ich meine, das kann man nur verurteilen. Wie siehst du das, Irina, mit dem Schutz vor Ort oder mit was die Schweiz auch muss für eine Verantwortung wahrnehmen, vielleicht eben direkt vor Ort, dass es gar nicht erst zu einer Fluchtsituation kommt? Ich denke nur noch schnell zu dem Schleppertum, das ist symptomatisch für das ganze Problem. Und das Problem tut man nicht bekämpfen, indem man das verunmöglicht. Wie der Kaspar gesagt hat, sie kommen trotzdem. Das ganze Migrationsproblem, und ich wiederhole das gern, das muss man global anschauen. Und da geht es schlussendlich darum, auch die eigene Rolle zu sehen. Wenn wir da ganz einfaches Beispiel aus der Schweiz aus Waffen exportieren, müssen wir nachher nicht erstaunt sein, wenn Kriegsflüchtlinge in die Schweiz flüchten. Jetzt sind wir gerade ein bisschen viel ums Mikrofon herum. Das ist die Irina Studthalter gewesen und wir sind eigentlich bereits am Ende von dieser Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Irina, Nationalratskandidatin von den Grünen und Präsidentin von der Co-Präsidentin von der Jungen Grünen. Und Dankeschön. Bei dir, Franz Grüter, Präsident von der SVP Kanton Luzern und Nationalratskandidat. Und eventuell haben wir heute von der Zeitung genommen,
Bundesratskandidat. Was sagst du da dazu? Du hast das anscheinend von heute von uns erfahren, dass du vom Toni Brunner als zukünftiger Bundesrat umgereicht wirst. Ja, also ich muss lachen. Ich habe es effektiv hier im Studio gehört, wo das über den Sender gekommen ist. Ich habe von dem nichts gewusst und es ist noch interessant, wenn man das über den Radio erfährt, dass man angeblich so Bundesratskandidat sein soll. Also ich bin zufrieden mit dem Status Nationalratskandidat und wenn das gelingt, dann würde ich mal sagen, dann ist das schon mal sehr viel und das andere, das ist also von meiner Seite her kein Thema. Okay, ganz herzlichen Dank noch für das Schlussstatement. Das wäre es dann auch schon von Krasspolitik. Zuerst Krasspolitik nach dem Sommerloch. Nächste Woche geht es weiter und da haben wir auch prominente Gäste schon eingeladen. Yannick? Genau, und nächste Woche, dass wir jetzt ein Nationalratskandidaten-Battle geben. Nächste Woche werden zwei Ständeratskandidatinnen aufeinandertreffen hier im Studio. Und zwar ist das die Yvette Estermann von der SVP in der Diskussion gegen Priska Bierer-Heimo, Kandidatin von der SP. Merci vielmals. Habt ihr zugelassen? Die Sendung gibt es natürlich auch wieder nachzuhören auf www.dreifach.ch und auf Soundcloud. Merci, dass ihr dabei gewesen. Krass Politik! Immer am Montag von 7 bis 8. Auf ich möchte klarstellen, dass der Chat nicht eine erregende Funktion hatte. Ja, sie schütteln jetzt wieder ihren Kopf. Also, es macht jeder mit seinem Kopf, was er kann. Das ist eine Sauerei. Wir leben in einem Verbrecherstaat, in einer Dreckstadt und ich werde die Stadt verloren. You know, it is our responsibility to keep you informed and do everything we can so this never happens again. We will get this done. We will make this right.